Hallöchen, liebe Leute, ich grüße euch zu einem weiteren kleinen Video zu Armored Warfare. Heute geht es um einen Schützenpanzer der Stufe 3, nämlich das Objekt 915, was ausgerüstet ist mit einer 73 mm Kanone, einem Raketenwerfer über dem 73 mm Geschütz und die Nebelmittel sind hinten am Turm angebracht. Wir kennen das Fahrzeug eher unter der Bezeichnung BMD, was so viel bedeutet wie Gefechtsfahrzeug der Luftlandetruppen. Wir haben hier den BMD-1. Ja, bevor es losgeht, ich werde mal meine Sekretärin ganz kurz aktivieren. Und die wird uns verraten, wie man den BMD auf Russisch ausspricht. Боевая машина десанта. Okay, danke dafür. Dann gehen wir das Ganze mal durch, wie immer. Fangen bei der Besatzung an. Kommandant, Fahrer, Richt- und Ladeschütze in einem. Bei der Munition haben wir die Möglichkeit, beim 73 mm Geschütz HEAT und HE die Malyutka-ATGMs zu nutzen und das kleine Maschinengewehr. Bei den Spezialfähigkeiten ist es so, wir haben den Kampfraum, das heißt, wir können alle Art von Infanterie mitnehmen bzw. auswählen. Da muss ich, glaube ich, jetzt nicht viel erklären. Und wir haben die Möglichkeit, hier unsere Aufhängung zu modifizieren. Das heißt, wir können absenken, bekommen einen besseren Tarnwert und eine genauere Präzision der Kanone, verlieren aber Mobilität und Sichtweite. Ich würde darauf jetzt mal verzichten. Ich werde jetzt hier mal das AT-Squad mitnehmen, also die Panzerabwehr-Männels. Ja, springen wir direkt mal in die Upgrades rein. Dort haben wir gar nicht so viel zum Ausbauen oder Aufwerten. Wir können unsere Nebelmittel aufwerten. Wir können HE, HEAT und die Malyutkas freischalten. Wir haben hier das Richtschützenvisier, was unsere Präzision erhöht. Oh, ich muss mal was trinken, Moment. Oh, trockener Hals. Genau, die Präzision wird erhöht. Wir können einen 60 PS stärkeren Motor einbauen, der allerdings unsere Maximalgeschwindigkeit verringert, dafür unsere Beschleunigung verbessert. Statt den 72 km/h fahren wir dann nur noch 61. Ja, okay. Gut, Truppenraum, wie gesagt, ansonsten können wir noch den Viktor freischalten und ein wenig freie Reputation mitnehmen. Ja, das haben wir. Vielleicht noch was zu zwei passiven Eigenschaften des Fahrzeugs. Wir sind zu einem amphibisch, das heißt, wir können länger unter Wasser bleiben, was wir. Dort hat ein Fahrzeug natürlich eigentlich nichts verloren, aber wenn wir mal in die Situation kommen sollten und wenn wir als Schützenpanzer langsam fahren, dann verlieren wir keinen Tarnwert. Okay, das haben wir. Dann können wir uns das Fahrzeug mal mit dem BMP-1 ansehen. So ganz grob viele Unterschiede gibt es da nicht. Ich habe jetzt mal bei beiden die Heatgranaten genommen. Ihr seht, ihr sind identisch. Wir haben eine etwas langsame Nachladezeit. Deswegen natürlich auch der Schaden pro Minute geringer. Beide Fahrzeuge 1200 Lebenspunkte. Wanne, Turm bestehen aus Stahl. Panzerung sehen wir, ist nicht wirklich vorhanden. Mobilitätstechnisch mit dem Standardmotor bis zu 72 Klamotten die Stunde. Beschleunigung 0 auf 32 in etwas mehr als 2 Sekunden. Ja, wir wiegen 7,5 Tonnen. Wannendrehgeschwindigkeit gute 52 Grad die Sekunde. Unser Standard-Tarnwert liegt bei 35%. Ich habe jetzt hier R drin, deswegen ist der
leicht erhöht. Unsere Sichtweite aus der Bewegung 480 Meter. Der BMP-1 hat noch dieses Aufklärset. Wenn wir uns nicht bewegen, hat der noch mal eine bessere Sichtweite. Ja, wir können unser Geschütz auf minus 4 Grad absenken. Wir sehen, wir haben nicht viel Platz zwischen Kanone und Wanne. Beim BMP gerade mal minus 2. Dafür können wir die anheben auf 33. Wir gerade mal in Anführungszeichen auf 15 Grad Abweichung, Einzielzeit, Turmdrehgeschwindigkeit ist identisch. Ja, beim BMP würde ich sagen, der ist eher so ein bisschen für das passivere Spielen gedacht, eben durch die höhere Sichtweite, wenn er sich nicht bewegt. Okay, das haben wir. Panzerungsinspektor würde ich jetzt mal weglassen beim Schützenpanzer, der eh nicht viel verträgt. Wir nehmen mal den Energy Drink mit, weil wir einen Ladeschützen haben. Da wird unsere Nachladezeit nochmal ein bisschen verbessert, aber auch unsere Beschleunigung. Das haben wir. Nehmen wir mal das mit, davon haben wir genug. Bei den Retrofits machen wir das so. Wir haben eine relativ lange Nachladezeit. Die müssen wir ein bisschen verbessern und ansonsten ja wahrscheinlich eher für das PvP gedacht, diese Tarnfarbe. Und noch ein bisschen mehr Sichtweite, wenn wir uns denn nicht bewegen. Das ist hier, wir kommen auf 53 bzw. 550 Meter. Das mal. Dann würde ich sagen, wir gehen mal rein. Okay, wir dürfen noch nicht. Ab Stufe 4, okay. Dann spielen wir immer noch Standard-Schwierigkeitsgrad. Ich denke mal, wir werden so ein, also zwei, drei Gefechte machen. Und dann gibt es nochmal zwei oder drei PvP-Replays. Müssen uns mal überraschen lassen, wie das Ganze hier funktioniert. Jo. Zu den Raketen kann ich vielleicht noch sagen, die sind sehr, sehr langsam. Bin gerade mal 200 Meter. Die Sekunde bedeutet natürlich, dass der Gegner relativ viel Zeit hat, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, haben aber auch den Vorteil, ich hoffe, ich kann es hier gleich am Anfang zeigen, wenn wir die Rakete abfeuern, ist er relativ langsam, wir können sofort auf das Hauptgeschütz wechseln und dann gleich noch eine Heatgranate hinterher schießen, was halt nochmal unseren Schadensoutput nochmal deutlich erhöht. Ja, ist ein bisschen dunkel. Knopf drücken. So. Fahren mal nach. Oh, der war tot. Ja, zack. Und wieder umwechseln auf die ATGMs. Die haben auch eine höhere Nachladezeit. Hier sehen wir die Heatgeschosse 6,9. Und die ATGMs gute 9 Sekunden aktuell. Was sich ja relativ gut macht. Wie gesagt, man kann das so ein bisschen kombinieren. Natürlich immer schön weit vorhalten, da diese Raketen unfassbar langsam sind. Aber so ist das nun mal am Anfang. Ja komm, wir fahren mal nach unten. Einen Waffencontainer zerstören. Wo ist er denn? Achso, das war ja wieder diese Verarschungssache hier. Oh, husch. Ja, wir werfen mal Rauch. Der AMX ist natürlich ein Autoloader, der muss das Leben zur Hölle machen, wenn er möchte. Okay, danke fürs Helfen. Oh, war die langsam, die Rakete.
Junge, Junge, Junge. So, jetzt müssen wir in den Nahkampf. Das ist natürlich etwas, was wir mit dem Schützenpanzer natürlich gar nicht mögen. Okay, das habe ich natürlich voll verkackt. Ja, das Maschinengewehr war nicht schlecht. Wieder umwechseln. Oh, da sind wir dann Dragoon. Okay, der bewegt sich nicht. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Steht auf dem Träger da hinten? Ist er runtergefallen? Wow, jetzt hilft mir niemand beim Erobern. Okay. Oh, schade. Ja. Na komm. An den denn. Ja, oh. Wer hätte denn gedacht, dass der noch dorthin geht? Maljutka. Ja. PT, PT, PT. Oh, schade. Ganz knapp über den Deckel. Das war voller Blödsinn, dass ich jetzt Auto eben genutzt habe. So, wir können ja mal unsere ganze Abwehrtruppe hier oben platzieren. Ich glaube jetzt nicht, dass das super sinnvoll ist. Ja, schade. Ja, die schießen aber fleißig auf den T-55. Ja, wir müssen wechseln. Schade. Gut. Oh, ist da ein Berg im Weg? Und, jo, sehr schön. Hm, Panzerabwehrtruppen natürlich jetzt nie so effektiv auf so einer nahkampflastigen Karte, aber... Da wäre der Mörsertrupp wahrscheinlich effektiver gewesen. Aber man kann halt nicht alles haben. Gut, dann können wir nehmen mal den Mörser mit. Da muss man vielleicht auch mal ein bisschen hinterher sein. Ich gucke mir jetzt natürlich nicht die Karten an, welche kommen. Ich drücke jetzt einfach rein. Oh, okay. Kernschmelze. Ja, wäre vielleicht der Panzer. Ah ja, gut, ist egal. Man weiß es nie. Man muss immer das Beste draus machen. Aus der ganzen Situation. So, nehmen wir erstmal wieder die Rakete am Anfang standardmäßig. Oh, ich habe gar keine Sommertarnung. Na gut. Stimmt, habe ich gar nicht installiert, ne? Habe ich jetzt, kriege ich jetzt das mit. Na gut, macht nichts. Wird schon schief gehen. So. Also, sie könnten, jetzt ist er da, jetzt geht es ein bisschen zügiger. Black Company, the
Fahren wir gleich mal hier rüber. Ja, schade. Oh, habt ihr gesehen? Das ist ja hier. Zeitlupe. Ja, aber schön mobil und schnell ist er. Hinten wäre es irgendwie gewesen. Na da. Okay. Bauen die noch, oder? So, jetzt muss man natürlich mal ein bisschen aufpassen bei dem. Oh, komm, hoch. Bei den Leute. Wow, stehen die noch da hinten? Okay. Ja, die roten Geschosse, wenn die unter Wasser auf ein Ziel treffen, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, ne, verursachen die normal keinen Schaden. Und über der Wasseroberfläche ist alles kein. Da haben wir wieder keine Hitbox. Okay, jetzt, danke. Gut. Na gut, wir können ja mal den Mörser vielleicht hinten umsetzen, so ein bisschen außer Gefahr. Move! Move! Taking position! Jo. Open fire! Ja, Mörser natürlich extrem effizient, wenn der Gegner sich nicht mehr bewegen kann in der Fahrt. So gut wie unmöglich, das zu treffen. Ach, ich wäre gierig. Warum auch immer er jetzt stehen bleibt. Oh, kommt der 50. Ihr könnt jetzt vielleicht meine Mörser gefährlich werden, aber. Ah, die wird nicht. Oh ja, doch, okay. Treffen. Jetzt hineinzielen. Da kommt der 50. Komm, Schlatter, genau Ziel. Ah. Na gut, das haben wir, das haben wir. Dann fahren wir da mal runter. Da kommen noch zwei. Ja, wir können da einfach mal hinfahren. Das sollten die ja easy hinkriegen. Hoffe ich jetzt mal. Dann machen wir mal die letzte Sam-Stellung zerstören. Und vielleicht den Mörser hier hinten verstecken. Weil der hat sowieso keinen großen Einfluss auf die ganzen Sachen hier. So, stellen wir mal hier hin. Ja, und hier sowas. Falls sie hinten spawnen sollten. Bleibt da stehen. Festgefahren, ja.
Na gut. Auch festgefahren. Okay. Oh! Nein, der Mörser hat was rausgenommen. Okay, wo ging die Rakete hin? Damn. Dann kommt er wieder mit dem Hintern zuerst ran. Ja. Scheint so. Da holen wir mal den Skimeter, der hier sich irgendwo rumbackt. Ja, das hat er. Oh. So. Oh, 50% noch, ne? Ja, von hinten wieder. Aber wie gesagt, umswitchen. Um. Ja, gut, 800 Schaden innerhalb von wenigen Sekunden. Dann werden natürlich beide treffen. Ja, war ein bisschen zu hoch gezielt. Der nächste. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn die Rakete noch unterwegs ist, dann wo wir dann hinzielen. German. Lieg und Sieg. Okay. Lecker Käffchen. Na gut, das waren ja zwei relativ zügige Runden. Die VI am Anfang natürlich ein bisschen. Gehen wir mal, würde ich sagen, ins PvP, in die Replays. Ich habe mal ein bisschen gespielt. Ne, hier. Wir fangen mal an mit dem ersten Gefecht auf Riverpoint. Ja, 10 gegen 10. Matchmaking plus minus 2. Also besonders neuere Spieler werden hier wahrscheinlich ein größeres Problem eventuell haben, damit irgendwie klarzukommen. Ja, im PvP habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich die Scharfschützin mitnehme. Hat natürlich ein bisschen besseren Aufklärwert. Das machen wir weg. Wie war denn das mit hier hoch und runter? Müssen wir nochmal groß machen. Ja. 5. Bis das Gefecht losgeht. Dann können wir ein bisschen langsamer machen. So, ja, das war natürlich die Sommertarnung dann, die ich von entfernt habe. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, was hier so passiert ist. Erstmal nichts Aufregendes, natürlich so ein bisschen Standardmäßiges. Auf die Position fahren. Hoffen, dass man auf der Stufe haben wir natürlich noch eine Chance, auf Gegner zu treffen, die noch nicht ganz so viele Erfahrung haben. So, anhalten. Bisschen in den Busch. Scharfschützen ausladen. Ja, die läuft jetzt natürlich nicht daran. Ich hätte es mir eher hier irgendwo gewünscht. Ja. Aber wir können schon mal diesen Bereich abdecken. Hier unten, wenn was aufgehen sollte. BMP-1 ist vor mir, hat auch seinen Panzerabwehrsquad dort vorne. Und dann heißt natürlich abwarten, was da so passiert. Ja, die Rakete hat sogar noch getroffen, ja, obwohl er schon hinter dem kleinen Hügelchen war. Gar nicht mal so schlecht. Ja, und weil die so langsam sind, finde ich,
sind die immer noch so ein bisschen schwieriger, was sagt schon, ja, zu nutzen oder ja, einzuschätzen, ne, über eine längere Distanz. So, ja, ein bisschen Angst hatte ich vor dem T-64 da hinten. Da komme ich ja gar nicht hin, eher hier unten der BMD ist da viel, viel wichtiger, dass wir den rausnehmen. Dann können wir mal dahin. Ich habe mir dann gesagt, jetzt sind natürlich relativ viele Leute von mir da. Da hinten sind jetzt nicht so viele Gegner. Wir verdünnisieren und suchen mal einen anderen Platz. Ihr seht, der BMP-1 hatte schon dieselbe Idee. Ja, Infanterie da vorne. Hat der BMD-1 noch frecherweise ausgeladen, aber ich wäre davon ausgegangen, dass es vielleicht eine Scharfschützin ist. Ich kann euch schon mal sagen, dass es ein Mörsertrupp war, wurde jetzt rausgenommen vom T-64. Und ja, jetzt wollen wir natürlich versuchen, dem Gegner hier irgendwie über die Flanke ranzukommen. Den da hinten hat es erwischt, den T-64A. Ja, habt dann mitbekommen, oh, Roycat möchte es probieren. Ja, dann haben wir uns mal kurz festgefahren und ja, wir versuchen jetzt da hinten mal auszuhelfen. Dich aber gar nicht tun brauchen. Ja, dann müssen wir uns das nächste Ziel suchen. Durch die Stadt so ein bisschen ran sneaken. Wir wissen, da hinten ist der AMD, der AMX und der Leopard. Sheridan kann auch sehr, sehr gefährlich werden. So, da ist der B2. Und man sieht gar nicht, dass ich gespottet war in der Ansicht. Okay, auf jeden Fall hat mich der AMX hier vorne aufgemacht. Ich habe jetzt so lange gewartet, bis ich nicht mehr offen war. Ja, der ist sogar an mir abgeprallt. Also, ja, von wegen schwache Panzerung. Ja, und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, hey, wie komme ich denn jetzt an den Gegner ran? Ich war jetzt wieder offen, ein bisschen größeren Kreis fahren, Nebel werfen und ja, dann irgendwie hier ne, lang sneaken. Hoffen, dass da irgendwas aufgeht. Dann ein bisschen langsamer ran tasten, da ist der Sheridan. So, er hat schon mal eine ordentliche Kelle bekommen. So, wir wollen aber noch weiter rumfahren. Was der Brennus hat mich aufgemacht. Das heißt, ja, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Also, wir haben ja noch relativ viel Platz hier unten im Süden, wo wir hinfahren können. Ja, und siehe da, hier sieht uns der AMX nicht. Eine Rakete hat erstmal gereicht. Dreht jetzt schön den Turm zur Seite und kriegt dann eine rein. Das ist jetzt umgeschalten auf das 73mm Geschütz, war Kanone. Ja. Wir haben auch den AMX 50, den Leo. Da ist der AMX. Ja, der hat jetzt ordentlich gekriegt. So, dann ist das Sheridan. Ah, der hat wahrscheinlich beide Schüsse haben getroffen. Sollten auch beide Schaden gemacht haben. Ja. So, jetzt ein bisschen an den AMX ran. Hier hinten ist immer noch der Leopard. Kann immer noch mal gefährlich werden. Wir haben ja nicht viele Lebenspunkte. Das raus, da ist der Leo. Leo hat jetzt nicht die stärkste Panzerung, aber die, ja, die Heatgranate wollte nicht durchgehen. Damit ist das Gefecht so gut wie gewonnen. Wir haben jetzt nur noch den Sheridan, den wir jetzt alle oder fast alle noch suchen und zerstören werden.
Hat jetzt auch den langsameren Motor drin, also den zweiten. Habe ich vorhin erst mitbekommen, dass der Standardmotor in der Endgeschwindigkeit, in der Endgeschwindigkeit schneller ist. So, da ist der Sheridan. Nochmal unten in die Senke gefahren. Ja, und dann ist nur noch einer links, einer rechts. Ja, da ist er. Ja, und hätte ich vielleicht die Rakete nehmen sollen. Aber alles Kugel, wir haben ihn rausgenommen. Oder der Verbündete. Ja, wir, also nur das Team. Und ja, damit haben wir gewonnen. War gar nicht mal so schlecht die allererste Runde. Nehmen wir mal noch ein Replay. Nehmen wir mal hier. Salzburg ist natürlich auch eine offene Karte. Dort machen Schützenpanzer natürlich sehr viel Sinn. Was haben wir jetzt? 13 gegen 13 oder so? 12, 13, ja. Wieder plus minus 2, also die neueren Spieler, denke ich, werden da ganz schön zu tun haben und Probleme bekommen, gegen höherstufige Fahrzeuge anzukommen. Aber ich bin da schon mal froh, dass, glaube ich, kein einziger Bot in den Gefechten drin war, als ich hier gespielt habe. So, machen wir mal wieder auf plus 5. Langsamer machen, das machen wir mal weg. Auch ein relativ langes Gefecht. Ja, man sieht schon, das war der zweite Motor. Ja, ich werde jetzt hier runterfahren, versuche ein bisschen aufzuklären, beziehungsweise ich habe meine Scharfschützin mit, die dort auszuladen und hoffen, dass wir ein bisschen was aufklären oder sie. Natürlich, wenn man ein Schützenpanzer, ein Aufklärfahrzeug vor sich hat, was ein bisschen flotter ist, dann ist das auch gar nicht mal so schlecht. Dann hat man jetzt nicht, oder jetzt kann man das, die Chance minimieren, dass man vielleicht irgendwo in den Hinterhalt gerät. Leider bleibt der Vorbär schon relativ weit hinten stehen. Und ich fahre noch ein bisschen weiter vor. So, suchen wir da wieder diese kleine Buschecke, Scharfschützen ausladen. Und ja, da kommt das Skorpion. Ist dann nochmal ausgewichen. Ich wollte jetzt natürlich in der Position sehr, sehr ungern schießen, weil er immer die Möglichkeit besteht, dass er uns aufklären kann. Also er war tot. Scharfschützen mal zur Sicherheit einladen und ja, auf einmal habe ich mir gedacht, oh oh, Chieftain, also ein Kampfpanzer, gar nicht gut, weil das so gut wie keinen Schutz. War zum Glück auch außerhalb seiner Proxy-Reichweite. Wollte mich da verdünnisieren, ja, wem die 1P da, kriegt da einen Treffer, dafür verlieren wir ein Fahrzeug. Aber auf jeden Fall ja, abhauen. Wir sehen auch der Chieftain Mark 10 Top Tier, also der hat oder sollte da wahrscheinlich keinerlei Probleme bekommen. Und das ist halt auch dieses plus minus 2 ja, Matchmaking. Ne? Der VBL hat da auch gar keine Chance, kämpft dort T62, zwei Stufen niedriger, oben kaputt. Ich habe mich jetzt hier oben wieder hingestellt, um vielleicht den, was ist das, den BMD-1B eventuell aufzuklären. Da ist er. Da stirbt er. Ja, okay. Ja, wichtiger Abschuss, natürlich immer die Schützenpanzer.
Das war ein Treffer von der SU-152, 80% der Lebenspunkte weg. Ja, BMP-1 hat sich rangesneakt, natürlich, ja, da ist der Schief. Unser Schief leider, ja, ein Disconnect. Und ja, wir müssen natürlich abhauen, weil 270 Lebenspunkte, da möchtest du nicht kämpfen. Und ja, mein Ziel war es halt, gegen den BMP-1 dort nochmal ein bisschen, ja, ranzugehen, den vielleicht zu zerstören. Aber so ein wirkliches 1 gegen 1 kann man sich dann nicht mehr leisten. So, Renos hat ihm eh nicht draufgegeben. Wir haben ihn rausgenommen, das war schon mal ziemlich gutes Teamwork. Ja, oben sieht es auch nicht mehr ganz so gut aus. Und ja, ich fahre wieder auf den Hügel hoch. Ich möchte ein bisschen sehen und wissen, oder mein Team natürlich auch. Ja. Kann das sein, dass jetzt jemand versucht, hier über den Fluss zu kommen? Der Schief, den ist da hinten. Keine Chance ranzukommen. Scharfschützen auch ein bisschen missplatziert. Die wäre hier oben natürlich besser aufgehoben gewesen. So, ja. AMX, seine Kette war dann weg. Und dann können wir den langsam rausnehmen. So. Der war raus. Schief, den ist dort hinten. Ja, habe ich dann so ein bisschen geärgert oder gar nicht mitbekommen. Wie gesagt, die Scharfschützen hätte ich gern hier oben natürlich gehabt. Und hätte dann wie Miller und Co. vielleicht den Schief, den von der Seite aus angehen können. Aber ja, nachher ist man immer schlauer. Aber ja, der hat schon mal die Hälfte an Lebenspunkten. Ah, jetzt habe ich es gemacht. Ja. Ja, vom restlichen Team des Gegners noch nicht viel zu sehen. Das ist ganz gut. Oder auch nicht. Man möchte immer gerne wissen, wo ist denn der Gegner? So ein bisschen Distanz aufbauen. Da ist er. Ja, keine wirkliche Chance, da irgendwo viel Schaden zuzufügen. Ich habe dann einfach mal, ja, ihr seht, ein bisschen umgezielt und habe dann gedacht, okay, scheiß drauf, ich, ja, kette ihn. Was anderes ist mir in dem Augenblick nicht eingefallen. Ich hätte natürlich umfahren können, aber hier oben, ja, ne, haben wir dann auch die Möglichkeit, gegen den T-72 anzugehen. Jetzt kommt der BMD-1. Die Rakete ging leider daneben. Ja, da haben wir ihn mitbekommen. Ja, aber im selben Augenblick bin ich dann hops gegangen. Sehr, sehr doof. Ja, T-72, SU-152 und der BMP-2 im Gegnerteam. Wir haben noch den Brennos und Jamila. Wir haben nur noch Jamila. Scharfschützen vielleicht gar nicht mal so schlecht dort oben platziert. Und ja, der Kollege versucht dann natürlich von hinten an den T-72 ranzukommen. Natürlich langsam rumsneaken, man weiß ja nie, ist der, hat der vielleicht umgedreht. So, da ist er. Der Rauch von vorn bringt nicht viel, wenn der Gegner natürlich hinter ihm ist. Und ab jetzt können wir ein bisschen schneller machen. Haben wir doppelte Geschwindigkeit. Mach mal wieder ein bisschen langsamer. Ja. BMP-2 geht auf. Ja, 210 Lebenspunkte gegen 1100. Ja, das sieht nicht gut aus.
entscheidet sich dann auch korrekterweise natürlich ein bisschen Distanz aufzubringen zwischen sich und dem Gegner. SU wird wahrscheinlich da hinten irgendwo auf dem Hügel stehen, denke ich mir mal. Ja, sucht jetzt den BMP-2. Und ja, da kommt da natürlich seine kleine Maschinenkanone, ist damit ja, deutlich im Vorteil. Aber hey, man kann ja alles gewinnen, man gibt sein Bestes, so gut wie es geht. Ja, ach komm, wir schauen uns mal noch ein Gefecht an. Name, oh. Chemiefabrik oder irgendwie sowas auf Deutsch. Kleine Karte, nahkampflastig, mag ich. Überhaupt nicht. Das letzte hier bin ich draufgegangen. Nehmen wir mal, ja, das war einfach nur so ein Durchgerusche. Nehmen wir mal den hier. So, komm. Schneller hier. Zack, 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 zack. Ja, so viele Möglichkeiten haben wir jetzt gar nicht. Richtwinkel ist relativ schlecht. Ist aber jetzt natürlich nicht der Richtwinkel für die Rakete. Aber wir fahren mal hier rüber. Mörser unfassbar effektiv, finde ich, hier auf dieser Karte. So. Erstmal hingehen, Scharfschützen ausladen. Ja, und ansonsten stellen wir uns erstmal passiv hin, beziehungsweise wir können uns hier hinstellen, dann können wir hierhin zielen, hier unten so ein bisschen das Ganze abaimen. Und dann müssen wir uns auf die Lauer legen und ja, hoffen, dass dann irgendwann mal jemand einen Fehler macht. Wie zum Beispiel der Brennus. Ja, hab dann meine Scharfschützen mal ganz schnell eingesammelt. Hätte sein können, dass der Brennus da vielleicht auf dumme Gedanken kommt oder einfach nur durch einen Glücksschuss die umbringt. Das wäre jetzt nicht so geil gewesen. So, das ist der BMP. Na, wo ziele ich hin? Da unten. So, Wanne drehen, sich wieder ein bisschen verstecken. Da kommt er schief. Ja, kriegt dann vom M113 eine. Ich gehe mal davon aus, dass der Schuss dem anderen M113 galt. So, mal oben switchen auf die ATGM. Und wenn der Schief den dort noch steht, gestanden hätte, dann kriegt er wenigstens ein bisschen Schaden. Ja, da feuern diese Mörser, ja, das waren jetzt mal fast 100, nee, 300 Schaden auf dem IS-7. Ja, auf jeden Fall super nervige Angelegenheit. Manchmal kriegst du es ja auch gar nicht angezeigt, ne? Schießt der Mörser jetzt auf dich. Ja, und ich natürlich ein bisschen defensiv da unten, ne? Der AMX war ein bisschen schneller. Wollte da unter dem Güterwaggon durchschießen oder unter dem der Lok. Ja, wir können aber nicht ewig lange defensiv
spielen. Wir müssen auch mal ein bisschen weiter nach vorn irgendwann oder es versuchen. Wenn hier den schief gesehen. Versuchen da mal ja, zu helfen. Ah, die Rakete hat nochmal wehgetan. Ah, da sieht man schon. Da wollte ich halt relativ viel, bin nochmal abgehauen, weil der Schief, der hat natürlich rüber gezielt. Weil ich gepanzerte Fahrzeuge natürlich gefundenes Fressen. Ja, und dann muss man sich so Stück für Stück langsam rantasten. Ja, Schief hat mich wieder gesehen, hatte ich aber Glück. Ja, ansonsten dann noch der Leo, da war die Rakete halt zu langsam. Gut, aber er ist weg. E7 kämpft sich Stück für Stück dort durch. Wie gesagt, hier kann man durchzielen, dort unten. Geht nicht überall. Muss man ein bisschen Glück haben. Ja, ansonsten immer noch langsam rantasten. Weil hier irgendwo immer noch der Schieften ist. Und da ist er. Da war ein BMP-1. Da hat mich das. Da hat jemand auf mich aufgepasst. Das fand ich sehr geil. Ja. Und da natürlich versuchen, über die Flanke weiter, ne, die M113, die beiden anzugehen. Ziemlich starke Gegner. Um, weg. Oh, da ist auch noch einer. Oh, hab gar nicht gemerkt, dass einer vor mir aufgetaucht ist. Und das hier ja, waren jetzt zwei Treffer durch Mörser. Wir haben einfach mal lächerliche 600 Schadenspunkte abgezogen. Und ja, das ist halt immer ein bisschen heftig. Kriegst keine Anzeige und man muss ja auch mal einzielen. Ja, man ist gar nicht so und ja. Ja, gut. Oh, dann wollte ich den Typen hier umnieten, aber das hat dann doch jemand anderes getan. Ich durfte nicht, warum auch immer. Und ja, mit 90 Lebenspunkten ist man natürlich noch mehr eingeschränkt und ja, aber hey, da waren nur noch zwei, beziehungsweise jetzt nur noch ein Gegner übrig. Ja. Hinten der Leopard, da werde ich nicht mehr rankommen. Ja, und dann war das mal ein Gefecht, wo man nicht ganz so viel Schaden verursachen konnte, aber hey, es gibt Gefechte, da macht man sehr, sehr viel, habt ihr gesehen, auf den offenen Karten und hier, wenn es ein bisschen nahkampflastiger wird, dann oder werden kann. Ja, dann war ich halt nicht ganz so stark dabei, aber ist ja auch vollkommen egal. Gut, Leute, dann soll es das zum BMD1 gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.